Und hallo Leute, willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ey, Rufus, nicht strecken. Ja, wir müssen mal versuchen, die Pastete den besonderen Kick zu verleihen, damit Boso endlich duschen kann. Ich würde die Pastete gerne mal dem Doc zeigen. Hey Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bitte beschäftigt. Immer bitte beschäftigt. Bademantel. 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 Schlüssel Nummer 5. Ich kriege noch keinen anderen Schlüssel. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende von meinem Latein angekommen. Ich habe echt keine Ahnung, was wir noch machen könnten. Wir haben uns alle Zimmer angeguckt. Wir haben zwar noch nicht alles mit allem kombiniert. Hier das sowas zum Beispiel. Oder können wir vielleicht das wegätzen? Zahncreme. Zahncreme, Zahncreme, Zahncreme. Hierfür und meine heraus. Nehmen wir mal raus. Schrank. Das bringt uns ja auch nichts. Was, wenn ich. Ja. Ich bin der Größte. Das wissen wir. Dann die Zahncreme hier auf die Türklinke. Nein. Geht natürlich wieder nicht. Und wir sehen, der Seher duscht immer noch nicht. Ja, es ist jetzt nur eine Stelle dieses Spiels, die ich kenne. Also, die mir gesagt wurde. Aber ich habe Sachen gelernt. Hey. Hey. Lass Mr. Toffee in Ruhe. Warum? Mister Bescheuer, ich hoffe. Brat ihm eins über oder so. Hier, Schlüssel. Ich sehe, da gönn dir eine dein Schicksal. Mag sein, aber diese Klaue kann doch. Das könnte alles bedeuten. Wir brauchen einen Kuli. Ich sehe, dass du gönn dir dein Mag sein, aber diese Klaue. Das könnte. Shampoo. Absurder Hoch. Aber ich denke. Was ein sehe ich so aus, als es hilft auch gegen Leute. Das kennen wir schon. Zahnpasta kennen seine Tasche hier. Ich sehe Gold ein, mag sein, aber diese, das könnte. Können wir vielleicht Boso mal seine eigene Tasche wiedergeben? Wobei das ja gar nicht seine Tasche ist, sondern die. Hier, bitteschön. Das ist nicht meine Tasche. Bist du dir da sicher? Natürlich. Man sieht doch den Unterschied. Klar sieht man den. Besonders wenn man so gute Augen hat wie ich. Verdammt. Zimmerschlüssel Nummer 5. Kissen. Ich habe keine Ahnung. Nichts. Wieso können wir den hier einfach mal mitgehen lassen? Nichts da. Ich und ich brauche. Ich sag, ist ja schon gut. Drittelschrauber. Ja. Hey, doch. Du rätst nicht hier. Ich brauch immer dich. Ich bin ja schon echt dabei, total um die Ecke zu denken, aber irgendwie reicht es immer noch nicht aus. Die Heizung ist aus. Rufus, 1. Gut. Automat. Jetzt ist es leer. Boah, schlecht. Der Pelikan, der ist hier immer noch am Start. Ich würde ihm gerne die Dinge wieder wegnehmen. Hier. Hat sich erledigt. Ich hab ihn bereit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Zu spät. Ich bin ja auch selbst. Hier sind nur 3 Möglichkeiten, die wir alle nicht nutzen können. Hier sind genug Möglichkeiten, die wir alle schon genutzt haben. Das kennen wir auch bereits. Das auch. Aber ich frage mich, worauf jetzt der Oppenbot wartet. Hallo? Ist das. Will ich versuchen, mit dem Zimmerschlüssel da reinzukommen? Hallo? Ist da draußen jemand? Das passt nicht einmal. Ach. Ein Korkzieher?
Oh, das, ich meine, nee. War da eigentlich ein Korkenzieher da, eine Wand? Nee. Über dieses Tee und kleine Bläser. Nein. Den Korkenzieher, den brauchen wir erst, wenn... Auf den ersten Tag? Das dürfen wir noch nicht benutzen. Das ist... Hey! Schade. Ich sehe, gönn dein Schick, aber diese, das könnte... Wie können wir denn davon überzeugen, dass er duschen muss? Weil wir können ihm ja keine Haare verpassen. Und er braucht Läuse. Ich würde mir gerne das Kopfkissenzucht da rein stopfen. Es wäre schon, aber leider fehlt... Da rein? Läuse, Schuppen. Ja. Der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein... Dieser Verlaus erstens einen uns... Na gut. Kann ich noch wir reden ja, nochmal. Was? Ich mach mich die Welt... Ja. Verstehe. Was ich die Welt... Ich finde... Meinst du? Oh! Ah! Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Jo, ich habe hier ganz tolles Shampoo für dich. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Alles klar, so, der Geist, der dürfte jetzt... Oha, das Gespenst, da sollte ich... So, ich habe jetzt eine Idee. Wenn der jetzt duschen ist, dann können wir doch jetzt theoretisch... Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Oh. Ah, Moment mal, wir können jetzt durchs Fenster gehen. Jetzt ist dem Geist ja alles egal. So, leck. Zum Zimmer des Seers. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. So nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Das klingt doch mal wunderschön. So, jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir den Korken abnehmen. Hey. So einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Jetzt haben wir den Korken. Jetzt können wir den Korken bestimmt in das Leck reinstopfen. Gut, das heißt, die Spülung dürfte wieder funktionieren. Also gehen wir in das dunkle Zimmer, raus, weiter raus, dann ziehen wir mal die Spülung und gucken mal, ich gehe jetzt mal, kann man. Gut, dann gucken wir mal, was wir dort finden. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was soll ich machen? Ein Griff? Also, irgendwo, Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas... Cooles in eine Kloschüssel. Ja, es gehört dahin. Komm, das muss funktionieren. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Yes! Das Auge ist ja mit. Wir haben die Killerpastete fertig. Oh. Iba, hier, trockne lieber die Haare. Gute Idee, aber so würde er es bemerken. Dann reden wir nochmal mit stören? Ihm. Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Wie können wir denn jetzt noch... Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du?
Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, die. Oder dir mal die Haare trocknen. Was haben wir denn noch? Ein leeres Glas. Pastete. Zimmerschlüssel Nummer 5. Zahncreme. Anzug. Tasche. Leeres Glas. Vielleicht brauchen wir das noch. Was ist das? Ich will da eine Erklärung zu haben. Was soll das? Kann ich nochmal... Ja. Ach komm, schnell. Diese Kut... Oh. Ja, gut. Ich hab... Gut, dann verabreichen wir Boso doch erstmal. Keinem von uns. Dann verabreichen wir Boso doch erstmal sein Mittagessen. Boso, guten Hunger. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Gut, hier, komm, da hast du deinen Anzug. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Natürlich. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Oh. ja, Respekt. Als er mein Handtuch. Für mit dem Reden. Sorry, ich muss hier weg. Gut, jetzt haben wir ein Handtuch. Das können wir doch mal dem Seher geben. So. Kann er sich mal die Haare trocknen. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Ah ja. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Was können wir jetzt mit Bosos Handtuch anfangen? Ich wusste es doch. Zahnpass. Gut. Dieser verlauste Kopf erst und zwei. Auf den ersten Halt. Aber. Okay, das. Hier dein Glas. Solange er es nicht vermisst. Was können wir denn? Ah, noch eine Idee. Wir kriegen noch immer, wenn wir hier aus der Kaffeemaschine einen Kaffee haben wollen. Kriegen wir nochmal Staub. Können wir vielleicht Staub abfüllen? Für die aktuelle Phase meines Plans. Und Zeit für die. Für die aktuelle. Und Zeit für die nächste. Ist doch nicht. Ich brauche irgendwie die Kapuze. Wie kommen wir in die Kapuze ran? Oppenbot ist auch nicht hilfreich. Warum sollte ich, wenn ich jetzt zu. Also dieses. Das ist komplett leer. Gut. Also dieses ist komplett. Nee. Gehen wir doch nochmal raus und in die Wäscherei. Können wir die Maschine benutzen? Ich müsste. Oh. Verdammt. Gumba, nein. Wie kriegen wir denn die Wäscherei? Ich verstehe das Problem bei dem Kerl noch nicht. Was genau fehlt uns? Damit er. Muss er nochmal duschen gehen? Oder?
Kann ich nochmal eine Spülung ziehen? Offenbar nicht, kann ich den Korken wieder rausholen. Das Gespenst ist weg. Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Spannbettlaken. Handtuch, Spannbettlaken. Oberflächlich betrachtet, der Ex offenbar. Aha. Den Korken wieder rausholen? Nein. Das nicht. Das dunkle Zimmer runter können wir auch nicht. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine... Gut, gut. Weg hier. Als Geist. Oberflächlich mit der Ex offenbar. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ich sehe dein äußerst verzwicktes Rätsel kommen. Ei, ei, ei. Hier, deine Clankapuze. Oberflächlich der Ex offenbar. Ich habe dreckige Wäsche zu. Das haben wir. Aber deine Säcke. Geduld, das Ritual. Es ist doch alles. Also ich weiß aber nicht. Also Oberfläche der offen. Ich kann die ja auch nicht alle zusammenpacken. Kann ich nochmal. Ja, da. Was? Ich mach die Welt. Ich finde. Meinst du? Irgendetwas. Vielleicht sollte ich mir doch. Ach komm, nein. Diese Kutten sind. Oh, ich bin schon raus. Ich habe es an. Ach, die ist ja. Keinem von uns. Was können wir. Kapuze. Verdammte Kiste. Die Spinne ist weg. Dabei hatte ich mir das so lustig vorgestellt. Nur vielleicht ein paar. Dieser verlauste Kopf. Ersten und zweiten. Kommt hier so. Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. So, also nochmal. Ja. Warum bin ich auch jetzt erst darauf gekommen, die Kapuze reinzutun? Ja. Was tra- ich mach die Welt. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Er. Muss duschen. Jetzt gehen wir wieder rein. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Obwohl, das wird er ja bemerken. Ich will jetzt nicht das Spannbettlaken da hinlegen. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Ach, warum denn? Das macht doch einen Heiden Spaß. So, dann wollen wir doch mal in die Wäscherei. Jetzt können wir da endlich mal rein. Moment, falsches Milieu. Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Ritra, trulala. Psst.
Genau. Hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das verdickt ein Relikt dazu. Was? Bekomme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Dann packen wir noch mal hier den Kopf, ist ein Zug da rein. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Umba, 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 ba. Oh. Okay. Dann noch eine. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Da kann man ein Album draus machen. Juhu. Oh. Okay. Und dann noch eins. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Oh! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Oh Gott, was? Wähle die Reliquie. Wie, was? Was, 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 was? Was, wovon? Oh. Was? Das darf heiß gewaschen werden. Wo muss ich denn drauf? Die darf nicht heiß gewaschen werden. Die schon. Das heißt, wenn die geschleudert werden, darf die auch nicht, aber gebügelt. Wo ist denn das normale Wischwasser? Oh. So. Wähle die Reliquie. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, die darf schleudern. Ah, okay, ich muss erstmal, glaube ich, rauskommen. Und dann nach Möglichkeit am Ende. Die darf alles, die darf alles, die darf alles. Er hat auch keine Reihenfolge oder sowas. Ich schmeiß einfach mal den da rein. Wähle die Reliquie. Boah. Wähle die Reliquie. Gut, dann die. Jetzt muss ich mich ja wieder nehmen. Das ist doch auch wieder doof. Ich brauche mal Hilfe. Anleitung, ja. Ein sauber Kitzel. Was soll da richtig dran Maschine. Ach, wo sie Halt machen. Okay.
Okay, also ich schiebe mich nochmal rein. Hopp. So. Das durch, das durch, das durch. Wähle die Reliquie. Ja, dann mal die da, ne? Wähle die Reliquie. So, darf die Heiske. Ja. Dann müsste das ja gehen. Ach, jetzt kommt ja nichts nach, oder? So. Wähle die Reliquie. Ich müsste auch gleich mal durch sein. Wähle die Reliquie. Verdammt! Das schaffen wir, das machen wir einfach mal in dieser Folge. Das wird dann ganz, das Ganze wird dann mal so länger. Aber das würde ich dann doch gerne schaffen. Jetzt muss der da rein. So. So. So, jetzt mal überlegen. Wenn ich jetzt... Ich muss ja quasi direkt nach dem Anzug. Ich mache ja überall Halt. Der Anzug dürfte eigentlich... Der hält nicht da, dann geht es da direkt bis dahin weiter. Sofern er kann. Also, ich weiß jetzt mal einen davon rein. Da schmeißen wir noch eins rein. Jetzt schmeiße ich mich rein. Und ja, ja, so. Wähle die Reliquie. Nun, ne, das Kopfkissen da rein. So. Das wandert durch. Wähle die Reliquie. Dann das Laken. Ich komme dahin. Wähle die Reliquie. Das heißt aber, ich habe jetzt gleich nichts mehr zum Nachlegen. Das ist... Das war ziemlich blöd. Jetzt kann ich ja nur wieder das da reinwerfen. Also müsste ich jetzt mal gucken, dass ich mit allen einmal durchkomme. So. Also nochmal, kann ich vielleicht erst die drei oder erst eins und dann noch zwei hinterher. Ich versuche jetzt mal alle drei. Weil ich mache ja überall Halt. Ich stecke jetzt mich mal als zweites rein. So. Und weiter geht's. So. Ich geh direkt durch. Wähle die Reliquie. Nun das Teil. Wähle die Reliquie. So, jetzt schmeiß ich mal Kritis Anzug rein. So. Okay.
So, nun kann ich ja die drei reinschmeißen. Dann dürfte der Anzug ja einfach durchlaufen und gleich bei uns ankommen, oder? Warum kommst du nicht einfach da raus? Ach, ich, Mann. Ich muss ja wieder Rufus da reinwerfen. Tut mir aber auch leid. Wähle die. Erst Kopfkissen. Dann dürfte das ja direkt nach uns da rauskommen. So. So. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Wähle die. So, einfach nochmal versuchen. Wähle. Dann das da. Wähle. Jetzt kommen ja nur wieder das nächste. Ich krieg zu viel. Also nochmal. Wähle. Jetzt hänge ich da drin. Wenn die hier waren, dann. Also wenn die da drin waren, dann sind sie raus. Wir haben schon festgestellt, wenn die direkt nach uns kommen, bringt das nichts, weil wir immer noch beim Bügeleisen festhängen. Machen wir nochmal vielleicht eins zwischen. Wähle. Dann machen wir noch eins zwischen. So. Wähle die Reliquie. So, dann nochmal das Kopfkissen. Wähle. Jetzt der. Ich hoffe mal, das funktioniert. Jetzt hängen wir wieder mit den drei Dingern da. So, mal angenommen, wir packen jetzt drei Stück da rein. Dann wird der Anzug wieder beim Bügeln festhängen. Genau wie wir. Das heißt... Erst. Wenn wir direkt nach Klites Anzug reinkommen, funktioniert das ja auch nicht. Oder? Mal, wir kommen rein. Dann kommt eins davon rein. Dann sind wir hier. Kommen noch eins rein. Dann sind wir hier. Und der Anzug, der wird direkt gebügelt. So, dann packen wir noch eins rein, dann hängt der Handtuch da, aber wir haben nichts mehr auf Stange. Wir stecken immer noch in dem Bügelding. Oh Gott. Ich versuche aber mal erst drei Stück vor. Weil die überspringen, soweit ich weiß, alles andere. So. Das hätte man das nicht machen sollen, weil... Oh. Obwohl. Wähle. Jetzt kriegen wir die Auswahl. Ach, das so. So.
Wähle die. Eins. Wähle. Zwei. Wähle. Und drei. Stopp! So, jetzt hängen wir wieder draußen, während. Ach. Bin ich einfach zu dämlich? Dauert jetzt schon eine halbe Stunde der Part. So, jetzt kommen die drei. Eins, zwei, drei. Wählet. So, nun. Wo hängen wir denn? Da sind wir, da ist das, da ist das. Da sind wir. Ja, zwischen uns quasi und dem Anzug noch einen Platz frei haben. So, dann der Anzug. So. Eins, zwei. So, jetzt scharf nachgedacht. Jetzt haben wir alle vier Sachen hier. Och. Wir haben festgestellt, wenn wir als letztes gehen, geht's nicht. Wenn wir als zweites. Jetzt kommt dahin. Das bleibt ja immer, wird ja immer am Bügeldingen festbleiben. Wenn wir als erstes gehen, landen wir hier, als nächstes landen wir da. Gehen wir einen weiter, schieben das zum Bügeln weiter. Hängen wir beim Bügeln. Ich habe keine Ahnung. Na komm! Wähle die Reliquie! Jetzt hänge ich da wieder drin! Das ist doch. Wähle ja, die Reliquie! Wähle! So, Laken. Wenn ich jetzt das Ding da reinschmeiße. So, voll. Achso, das könnte funktionieren. Haben wir noch was zwischen uns? So. So, jetzt werden wir gleich gebügelt. Oh, natürlich hängen wir jetzt alle wieder. Ach! Ich verstehe das nicht. Mit uns wird alles gemacht. Ich will es auch nicht überspringen. Kopfkissen, Handtuch, Laken. Na. Ah. Ist das eine Runde aufsetzen oder was? Einfach alles Mögliche aus. Jetzt hatten wir eben die Kombo. So. Jetzt hängen wir direkt wieder am Ende der Nahrungskette. So. Wähle die Reliquie. Nun. Das wird nicht klappen. Wähle. So. Wähle.
So, nun packen wir mal das rein. So. Ich fall vom Glauben ab. Ah. Hat das jemand auch keine Schleuderwäsche mit? Das geht ja direkt weiter. Das würde direkt hier landen. So, jetzt Rufus. So, das. So. Wenn ich eine Runde aussetzen. Wähle die Rede. Direkt das Ding nehmen. So, dann kommt das. Es wird nicht geschleudert, das wird da nicht. Mal heiß waschen ist auch nicht. Es kommt direkt hier hin und ersetzt uns. Das heißt, wir gehen einen weiter. So gleichzeitig, dass wir auch wieder oben sind. Wir kommen einen weiter. Das Laken hinterher. Das geht da rein. Der geht nicht hier rein. Der geht auch nicht hier rein. Der geht da rein. Dann hängen wir wieder hier. Dann müssen wir aber wieder rein. So, jetzt. Ja, ja. Jetzt habe ich wieder mich mit allen Sachen da rumhängen, oder? Ich gehe kaputt. Ich will's nicht überspringen müssen, aber... Ah! Ach, wir machen's im nächsten Part, ne? Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tut mir leid, dass es einfach nicht funktionieren wollte. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.